Ja, hallo zusammen. Heute wird's barbarisch, aber nicht, weil ich so ein Auftreten habe, sondern nein, der Barbar, seht ihr schon, 86 hat das Ganze eingeschickt mit dem 121. Vielen lieben Dank. Kartes Bergpass. Und wir haben drei Artis im Spiel, also da ist die Möglichkeit da, lustige oder auch unlustige Sachen zu sehen. Bin ich sehr gespannt. Natürlich, mit seinem Zehner ist er Top-Tier. Ansonsten verhältnismäßig viele Zehner diesmal. Fast die Hälfte des Teams besteht aus Zehner. Dann vereinzelt zwei Neuner in seinem Team, drei beim Gegner und sonst dann Achter. Also, da sollte doch alles irgendwie drin sein. Ich bin selber sehr gespannt, was er hier reißen kann und wird. Der 121er, den sieht man ja auch nicht so häufig. Dementsprechend glaube ich auch mal schön. Ich glaube, sowas wie die Badget 25T da vorne, die hat man schon so häufig gesehen. Und ich sehe es ja auch immer, die wird gar nicht so gerne geguckt. Wobei ich das einen geilen Panzer finde, aber naja, euer Wunsch ist mir der Befehl. Da achte ich natürlich drauf, was bei euch gut ankommt. Und so ein 121er, den man eben gar nicht so oft sieht, der sollte doch irgendwie funktionieren. Jetzt schauen wir mal, was er hier so macht. Erstmal stellt er sich, da stelle ich mich auch sehr gerne hin, hier und es aimt er jetzt in die Mitte. Da kriegt er jetzt, wollte gerade sagen, den E50M. Da hätte er aber gleich da hochfahren müssen, um den noch zu beschießen. So hat er leider nichts mehr von dem abbekommen. T54 macht ihn da jetzt auf. Wie gesagt, er muss immer so ein bisschen an das Thema Artis denken, weil die freut sich natürlich über den statischen Panzer. Jo, da hat sich der T54 leider ein bisschen zu weit nach hinten fallen lassen. Dementsprechend konnte er hier den ersten Treffer der Runde für sich verbuchen. Aber in seinem Team hat es eine Grille 15 schon geschafft, sich aus dem Spiel nehmen zu lassen. Und auch der 121er nicht so clever hier gegen AMX 50B. Aber, oh, schöner Treffer hier jetzt. Da hat er den abstauben können mit 268. Aber wie gesagt, da hinten, da jetzt sich so vom AMX und vom T30 abfrühstücken zu lassen, das ist natürlich nicht so smart gewesen von dem 121er. Hat den viel zu viel gekostet. Und er zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Sieht er in der Mitte, da kommt nämlich eine Badget hoch. Das ist sehr schön, dass er da aufpasst, weil die Badget sozusagen hier jetzt auf den FV gehen kann oder wird. Und er... Ach, da ist er ein bisschen zu spät. Na, jetzt macht die Badget natürlich... Klar, die hat ihren Spaß mit dem Chariot hier. Gar kein Problem. Und der Kinderwerfer ist da auch noch. Die pushen jetzt da auf den 183er und auch der ist schon zerstört. Also da haben sie natürlich die sträflich alleine gelassen und der Gegner hat es super ausgenutzt, hat da gar nicht lang gefackelt, sondern hat da wirklich den Push angesetzt. So, der IS-3 wollte hier durchfahren, aber der bekommt erst nochmal eine Schelle ins Gesicht, bevor er da durchkommt. Weil so leicht machen sie es denen jetzt hier auch nicht, hier zu den Artis durchzubrechen. Ja, jetzt muss er aufpassen und sein Besatzungsmitglied wieder zurückholen, denn das war jetzt schon raus. Damit ist auch sein Verbandskasten weg. Ach nein! Oh, ja, da konnte jetzt natürlich keiner was dafür, aber da hätte er schön raufschießen können auf den Indien. Aber in dem Fall, wie gesagt, keine Chance leider. So, wie gesagt... Und immer das Thema Artis noch im Kopf behalten. So, und jetzt wird hinten der IS-3 wieder gerusht. In der Mitte könnte er auf den Skorpion schießen. Wäre auch eine Überlegung. Und ich glaube, das macht er. Weil ich glaube, der Skorpion, der hat gerade andere Sachen im Kopf, als dass da einer kommen könnte. Und genau so ist es. Schneller Schuss, rausgebratzt auf den Skorpion. 3:6 allerdings schon für den Gegner. Und der Waffenträger, der ist ja jetzt ganz allein. Jetzt will er dem wenigstens irgendwie unterstützen. Natürlich auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil er da jetzt komplett kopflos auf den AMX 50B oder den T30 fahren, bringt einem auch nichts. So, jetzt hat der Waffenträger den AMX rausgenommen. Jetzt könnte man natürlich vermuten, dass der T30 wahrscheinlich sich denkt, okay, jetzt läuft's, jetzt kann ich da drauf pushen. Macht er aber nicht. Sein Team schießt sich jetzt hier so allmählich wieder ein bisschen zurück. Der Skorpion G da unten wird auch behakt. Der ist da, das ist nicht, ja, nicht Fleisch und nicht Fisch, was er da macht. Also entweder unten oder oben stehen, aber irgendwas machen war nicht so smart. Und jetzt kommt der Badget 25T hoch. Die geht natürlich auf den Indien.
Nee, geht sie gar nicht. Die hat hier erstmal den E4 unbedingt gewollt. Aber das ist ganz schön teuer jetzt hier für die Badger gewesen, denn da wurde sie ordentlich behakt und dann von dem Indien final zerstört. Jetzt ist natürlich vielleicht seine Chance, hier sich die Artis zu catchen. Sein Team, seine Artis sind alle komplett raus. Da ist noch ein Kinderwerfer unten, T30, auf der Einsatzzweierlinie. Jetzt kann man natürlich entweder für die Artis gehen oder man versucht, die Panzer da so ein bisschen zu überfallen. Ja, die sind leider, also gerade der V ist noch rappelvoll. Der T30 kann man auch nicht mit einem Schuss rausnehmen. Da lässt er eben noch 35 HP stehen, aber der Waffenträger, der nimmt den raus. Badget Arti hat er jetzt den Indien rausgenommen. So, und jetzt rauf auf den Kinderwerfer. Komm, Junge. Hol ihn dir. Ja, jetzt hat der Kinderwerfer geschossen. Auto-Aim ist drauf. Erster Schuss sitzt und jetzt einfach am Arsch kleben bleiben und ihn immer zur Weißglut damit bringen. Bloß nicht treffen lassen. Jetzt, oh nein, was machst du denn? Doch nicht so. Also da würde ich einfach einen Arsch fahren und jedes Mal, wenn er sozusagen hin und her mit dem Rohr geht. Aber jetzt macht es der FV aber auch gut. Der geht nämlich so, dass er gar nicht hinterfahren werden kann. Und jetzt wird hier gekuschelt. Ja, jetzt hat er ihm natürlich eine gegeben, aber mit 714 Hitpoints gar nicht so dramatisch. So, und einen braucht er noch. 21 HP hat er. Und das hat er jetzt schön gemacht. Schön seitlich umfahren, dass er nicht nochmal eine bekommt. Aber er ist jetzt alleine gegen 5 Panzer. E50M, TVP, die kommen schon in seine Richtung. Und da will er jetzt mal so ein bisschen Abstand gewinnen. Artis schießen auch schon auf ihn. Jetzt wird es nochmal richtig, richtig, richtig spannend. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie er sich da jetzt aus der Affäre lösen kann. Natürlich kommt jetzt gleich der E50M und der nimmt ihn sehr schön mit dem ersten Schuss raus. TVP kommt jetzt auch noch rum. Wie gesagt, Artis immer ein bisschen aufpassen. Aber den TVP ist ein unangenehmer Gegner, aber er kann ihn mit einem Schuss rausnehmen. Nur der muss halt sitzen, weil wenn der nicht sitzt, nimmt ihn den TVP raus. Also alles nicht so geil, aber machbar. Super, auch den mit einem Schuss perfekt platziert. Besser geht's in dem Augenblick nicht. Und jetzt noch 3 Artis. Auch das darf man nicht einfach so als Running Game bzw. als einfachen Gewinn abstempeln, denn es ist es nicht. Doof um die Ecke gefahren, Arti aufgedeckt, schießt einen in die Fresse und dann ist das Thema auch schon durch. Jetzt macht er einen kritischen Treffer nur am Objekt. Trifft nicht mal im Sinne von der Durchschlag passt nicht. Also er muss immer noch 2-mal aufs Objekt schießen. Klar, Objekt zielt jetzt natürlich ein. Er weiß ganz genau, der steht da oben. Schuss ist raus. Objekt hat geschossen. Das heißt, er kann natürlich den Schuss jetzt nehmen und platzieren. Super. Gott sei Dank kein anderer Schuss von irgendeiner anderen Art hier gerade eingehend. Das heißt, schnell weg. Man weiß natürlich auch nie, wo sie sind. Da kommt jetzt schon die nächste. Der sitzt. Und bis die Arti jetzt hier rumgekommen ist, da dauert es natürlich eine Zeit lang. Das heißt, er kann genauso einen Schuss nochmal machen. Oh nein, daneben. Ja, man hat natürlich auch unglaublich Respekt. Gerade von der T92. Ist ein Monster. So, jetzt hier clever spielen. Er hat es natürlich auf der Hand. Aber er hat auch keinen Zeitdruck. Deswegen jetzt hier sehr gut den längeren Weg nutzen. Eventuell da so fahren, wie es der Gegner nicht erwartet. Auf jeden Fall nicht vorne nochmal genauso rauskommen. Eventuell auch den Gegner kommen lassen. Absolut legitim. Wäre dann auch sein 6. Kill. Man kann es natürlich auch einfach hinten rausfahren. Oder mit Schwung versuchen durchzufahren. Sehr schön. Im Auto-Aim auch den rausgenommen. Und jetzt die Badget-Arti am Leben. Hier ein bisschen kurz warten, dass die Arti hier nicht so einfach schießen kann. Und die Badget-Arti kann halt aber auch überall sein. Ist ein verdammt schnelles Teil. Unglaublich
mobil und agil. Und ich will jetzt den Gegner hier nicht mal einen großen Vorwurf machen, dass der E50M... Oh, da ist es schon. Ja, sehr schön. Dass der E50M und der andere hier gestorben sind, das war halt einfach Pech. Und die Artis selber hätten sich da ein bisschen besser vielleicht absprechen können. Aber im Großen und Ganzen hat er das einfach super nach Hause gefahren und war eine feine Runde. Daher hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt und ich wünsche euch weiterhin und auch ebenfalls genauso geile, sehenswerte Runden. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.